Jo Leute, ich bin zurück, zusammen mit dem Game Hype. Servus. ja, und damit auch ein Servus von mir zur Folge Nummer 21. Ich habe es letztes Mal vergessen anzukündigen, aber drrr, das war Folge Nummer 20 letztes Mal. Und jo. Geht Jo. also schon ein bisschen länger. Ach so, weil ich gerade so drüber gestreift bin über die Schuhe. Und zwar war das ganz lustig, weil ich eigentlich nur auf der Suche nach einem Mädchen war, so für den Anfang der Folge. Und wie ihr ja seht, habe ich dieses automatische Angreifen an. Und bin leider auf so einen dummen Alpha-Grauwolf gekommen. Und dann hat er den angegriffen und dann dachte ich mir, okay, eine Gruppe metzelst du jetzt so. Und natürlich, was passiert? Ich droppe Schuhe mit Schwertverteidigung, 4% und 500 TP. Es tut mir echt leid, aber das ist ja irgendwie nicht mit in die Aufnahme. Also, weil es war ja kurz davor. Und deswegen ziemlich nervig. Hat mich auch ziemlich aufgeregt. Möchtest du ein Mädchen mit mir hauen? Ich hau grad meinen. Ach so. Aber danach würde ich zu dir kommen. Ja, du hast ja schon gesagt, du befindest dich an dem Stein, ne? Wieder. Ein Berg, so unten links vom Berg schon fast, Ah, kann man okay. sagen. Also Neo Biologe eher. Ja, so ungefähr dazwischen, aber weiter unten. Du siehst ja unten diesen Weg, der da lang geht. Wenn du an dem Weg bist, dann siehst du mich schon. Ja, das funktioniert schon. Mädchen ist halb down. Ja, meiner ist leicht angekratzt. Oh, was freue ich mich auf das Breiti, Alter. Ich sag's dir. Was freue ich mich auf dein Schwert? Kostet mich nix. Ja, stimmt. Siehst du, damit hast du auch einen kleinen Vorteil. Ja, Sparmaßnahmen. Genau. Also aus meinem Meeting kamen gerade mal zwei Gruppen. Wie? Ich habe gerade mal den Meeting so weit geschlagen, dass zwei Gruppen rauskamen. Ach so, aber du hast schon mal zwei Gruppen überlebt. Das sollte Ja. eigentlich das Interessante an der Sache sein. Sorry. Danke. Ja, macht ja nichts. Ich würde mal sagen, wir haben angefangen um 55, oder? Ja, passt. Also ich würde sagen, so bis 10 nach. 10, 15 nach, ja. Genau. Ich würde sagen, bis 10 nach, weil länger wird's eh. Ja, eigentlich sollten wir sagen, wir beenden um Punkt. Und dann überziehen wir einfach 10 Minuten, wie wir es immer machen. Und dann passt das. Oder wir sagen einfach direkt am Anfang, die Aufnahme ist vorbei. Und dann läuft das auch. Stimmt, Naja. das sollten wir demnächst einführen. So, Metin ist down in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und natürlich nur blaue große Tränke, weil ich davon ja nicht genug habe und einen blöden Fächer. Aber der Mädchen ist down. So Leute, das war's mit der Folge. Haut rein. Korrekte Länge, Junge. Ey, müssen wir mal eiskalt so bringen, ne? Ja, einfach mal so. Okay, haut rein, danke. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Nein, bitte nicht. Oh Mann. Alter, wenn ich dran denke, dass diese Spinne auf meinem Balkon haust, ne? Ich schwöre, ich könnte so ausrasten. Die soll sich verpissen, Mann. Such dir mal ein Zuhause, du Opfer. Dreckspinne. Ich hasse Spinnen. Ich schwör's dir. Ich glaube, das Zuhause hat sie gefunden, bei dir. Ich werde sowas von verrecken. Die Grizzlybären mögen mich nicht. So. Also du wirst sehen, ich habe dem Mädchen schon herben Schaden angerichtet. Nicht? Bin ich jetzt schon an dir vorbeigeschippert? Ich war gerade so in Trance und hab so, weiß nicht, in die endlosen Weiten der Map 1 geglotzt. Also so wie immer. Aber da sehe ich eine Schlacht, aber der ist noch voll. Hä? Welchen Channel bist du? Vier, ne? Ne, 3. Nein, nein, nein. Ah, stimmt, du hast immer noch nicht gewechselt, ne? Oh mein Gott, das fällt mir gerade mal auf. Könntest du auf Channel 4 gerade ganz kurz wechseln? Nö, ich hab so ein Mädchen vor mir. Hast du jetzt mal gelitten? Verbringe ich jetzt die komplette Folge damit, diesen hässlichen Mädchen zu hauen? Ja. Nee, weißt du was, leck mich. Das tue ich den Leuten jetzt nicht an. Ja, das kannst du, wenn wir wieder mal so eine Doppelfarm machen, quasi das Ich und Du Farm, kannst du das gerne mal machen. Pakete. Die Pakete-Quest muss man nur einmal anklicken, ne? Dann ist die weg. Genau.
Ich weiß gar nicht, wofür es das gibt. Damit wollen sie wieder nur auf ihren behinderten Itemshop auffällig machen. Kauft doch bei uns Pakete. Die sind nur doppelt so überteuert und trotzdem genauso scheiße. Das müsste da eigentlich mal drin stehen. Wir brauchen das nicht. Ja. Gilde L. Spacko sind alle Spotter. Ja, hab ich auch gerade gelesen. Aber es ist so. Die habe ich auch schon mal gesehen, wie die mit 6 Charaktere auf einer Stelle am Bot nur und alle in der Ding Map 2 anfangen. Aber ich meine, wenn es genug Leute gibt, die das bezeugen können, verstehe ich nicht, warum die nicht mal von einem Geämten oder so überprüft werden und dann einfach alle weggebannt werden. Ja, aber die können niemals die ganze Gilde bannen. Das geht nicht. Die können nur. Ja gut, die Gilde können sie nicht komplett bannen, aber jeden, der darin bottelt, meine ich. Das schon. Aber ich glaube, wenn die echt jeden einzelnen Botter direkt bannen würden, dann, ich weiß nicht, gäbe es weniger als die Hälfte von Spielern. Nee, so viel jetzt auch nicht. Also ich würde mal behaupten, mindestens 60% der Spieler haben schon gebottet, botten oder haben mal drüber nachgedacht. Glaube ich nicht. Also so viel glaube ich. Es ist allerdings auch nur eine Behauptung, die von mir aufgestellt wurde, von daher. Also erstens ist mittlerweile klar, dass dieses Spiel die Botter einfach braucht, in meinen Augen, weil gerade auf so neuen Servern wie TBD würde es sonst keine Up-Items in den Mengen geben. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Ohne Botter geht hier gar nichts an Up-Items. Stell dir mal vor, du müsstest alles selber farmen, es gäbe keine Shops und sonst alles. Ja, ohne Botter quasi der Fall. Also es gibt ein paar wenige, die wirklich selber noch am Farmen sind. So Leute wie uns. Aber, ja. Keine Ahnung, jetzt habe ich den Faden verloren. Keine Ahnung. Weiß nicht, ja, ich bin gerade so gespannt, was aus meinem Mädchen rauskommt. Und hast du schon gewechselt, den CA? Nein, ich warte immer noch darauf, dass du gleich zu mir wechselst, wir zusammen diesen Mädchen bauen können. Ich wechsle nicht zu dir. Warum nicht? Na, weil ich dir am Anfang der Folge gesagt habe, dass du wechseln sollst und du hast das verpeilt und jetzt ist es deine Schuld. Vielleicht habe ich auch dir gesagt, dass du wechseln sollst. Weil ich war dabei. Ich weiß, wer was zu wem gesagt hat. Das ist ja das Problem, mein Freund. Aber die Zuschauer wissen es nicht. Ja, aber wir. Und du hast es quasi damit auch gerade zugegeben. Ich weiß damit nichts. Damit? Oder davon? Damit? Davon. Ups. Alter, ich probiere gerade Bera zu klatschen und das sieht ziemlich gut aus. Es ist zu spät, du kannst mich um die Uhrzeit nicht mehr zwingen aufzunehmen. Oh, warte. Komm schon, kann Bera. Fall um. Kriegst du den Down? Fall um. Ja, auf jeden Fall. Macht er keinen Schaden bei dir? Oh doch. Was kann er eigentlich droppen? Weiß nicht. Wir werden es gleich sehen. Einfach mal hauen. Bärenfußhaut Plus. Aber es ist meine erste Bärenfußhaut Plus. Ich glaube, die können vielleicht. Nee, ist trotzdem nichts wert. Ich glaube, die bringt nichts. Ja, doch, ist halt Account-Auflösung so. Octavio Channel 1. Okay. Wisst ihr was? Wir gehen dahin. Ist jetzt. Ja, oder? Nein, als ob. Hä, das schreiben die doch immer. Ja, nur stimmt, damit ich bin. Irgendwie Leute in ihrem behinderten Shop glotzen, den eigentlich keine Sau bockt. Ja. Du löst deinen Account auf, schön. Lösch ihn doch einfach. Oder schmeißt die Sachen einfach Channel 1 auf den Dorfplatz. Irgendjemand wird schon aufsammeln. Da würde ich mich auch dafür schämen, dass ich nicht da bin. Ja, aber es wird nicht passieren. Das sind doch immer so Schwätzer. Ganz ja. Ehrlich, Leute, die wirklich ihren Account auflösen, die machen das still und heimlich. Die lösen ihren Account auf, indem sie einfach entweder aufgehen und den Account da lassen, wo der ist. Oder sie schmeißen es einfach weg und fertig. Und wenn es einer aufhebt, ist gut und mein Internet. Ich muss langsam meinen Charakter scannen. Wie viel geben die? Die haben 4 Stärke. Das heißt, der 5 ist jetzt gut dabei. So. Violetter Trank N erhalten. Auftrag 8. Hungriger Keiler oder hungriger Alpha Blauwolf? Hungriger. Schwierig. Ich habe mal den Alpha Blauwolf genommen. Uff. Mach ich mal so. Ich habe schon wieder ein Morang-Fell. 2 Morangs gekillt, 2 Fälle bekommen. Läuft bei mir. Ja, schwierig, Danny. Ich mach das immer so nach Gefühl. Mein Gefühl hat mich enttäuscht. Nee, doch nicht. Sag mal welche. Die Wolfsleber. Hast du die Quest gemacht? Ja, ne? Mhm.
Habe alle Quests gemacht. Droppt man die aus Blauwölfen oder auch aus hungrigen Blauwölfen? Ich glaube nur aus Blauwölfen. Das ist shit. Die finde ich irgendwie recht selten. Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Lies doch in der Quest nach. Das, was da steht, aus den droppst du's. Ja, da stehen nur Blauwölfe. Ich weiß nicht, ob Hungrige da drunter zählen. Nö. Ey, gut, dann ist das natürlich... Das ist ja wie in einem Jagdauftrag. Wenn im Jagdauftrag Hungrige stehen, dann zählen normale ja auch nicht. Wie ist ja, der? Okay, das stimmt. Mensch. Oh, noch eine Kugel. Also ich habe fast die letzte Kugel voll. Mir fehlen noch 0,5%. Ja, ich weiß, weil du beschwert haben willst. Ich habe Mädchen Level 10 gefunden. Wo? Ich bin in meiner Channel wie du. Tja. Wo bist du da? Links bei den drei Flaggen oben. Würdest du mir den Mädchen überlassen? Wenn du herkommst. Soll ich mich jetzt echt in der Aufnahme umloggen? Ja. Kannst ja so einen Zensurenbalken auf die ID und das Passwort ballern. Ist ja nicht so, als wäre das Passwort schon in Sternen. Ja, aber ich mach's jetzt. Wir loggen uns jetzt um, wir holen uns den Metin. Ups, jetzt ist er leider schon zerstört. Nein, Spaß. Komm mal her. Ist noch da. Alles cool. Es steht ein Tigris nebendran. Hätte ich das vorher erwähnen sollen? Nein, Spaß, es steht weit genug weg. Wenn du nicht ganz behindert dahin läufst. Töte ihn! Richtig witzig. Ja, ich weiß. Weißt du, was ich von dem krieg? Und als auf den Backen kriege ich von dem. Hast du verdient? Definitiv, Alter. So, wo bist denn du hier? Wo ist der Mädchen? Bei der Brücke. Ups, jetzt bei welcher Brücke? Warte mal. Alter, links oben. Ah. Ne? Entschuldige, dass ich das Blaue Reich normal niemals gewählt hätte. Ja und? Keine Ausreden, Mann. Geht so nicht. Du musst dich informieren. Ich würde den Tigris. Schaffe ich nicht. Ach, da ist er ja. Da. Oh, hungriger Alpha-Blauwölfe. Nee, du bist in meinem Radius. Geht nicht. Pff, geh halt weg. Was? Viel Spaß mit dem Mädchen. Und wenn du ein Aura-FW droppst, dann juckt's mich nicht. Doch, dann raste okay. Dann raste ich richtig aus, ey. Ich bin gewünscht, ich hätte ihn selber geklatscht. Meinst du, das ist eigentlich schon vorbestimmt, was in dem Mädchen drin ist? Ja. Echt? Kannst du mir gut vorstellen, ja. Hm. Ich hoffe, da ist ein Aura-FB drin. Oder ein SK-FB, da wird vielleicht auch noch zufrieden. Oder vielleicht ein VZK-FB? Ja. Aber es geht halt, Aura wäre halt am meisten wert und SK wäre ich halt auch froh drüber, weil ich es einsetzen könnte. Das stimmt, ich habe ja nur 3 SKFBs noch. Oder Schuhe, Armband, irgendwas mit TP-Boni. Alter, 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 ich habe mich gerade mies verschluckt, ey. Echt? So, oh, ich bin gerade nur am Rumlaufen durch die Map wie so ein Spaß, der nicht weiß, was er machen will. Aber ich weiß, was ich machen will. Ich will an eine gewisse Stelle, Leute. Nicht, dass ihr euch wundert, wo ich hier schon wieder rumgurke. Weil einmal gibt es an der Stelle Murang, Beeren, wo man ein bisschen leveln kann. Und mit ein bisschen Glück auch Medinsteine. Und ihr, wie viel Prozent hast du denn so? Ich habe jetzt 75,52%. Wir kommen unserem Schwert immer näher. Wir unserem vor allen Dingen. Also, mit wir meine ich die Zuschauer. Ja, ja, ich weiß schon, dass du mit... Weil die spielen mit mir zusammen, weißt du? Ach ja. Ach ja, ich glaube eher, du meinst mit wir, ich komme meinem 20er-Schwert immer näher und du dem Level 5er, was du von mir abgeierst, du Penner, ey. Ich glaube, das meinst du. Suchst du hey, hungrige Keiler? Nein, hungrige rote Keiler. Ach so. Ja, ich habe jetzt mittlerweile schon wieder einen ganz anderen Auftrag. Ah, okay, gut. Ich dachte, ich hätte gerade zwischen hungrigen Alpha-Blauwolf und hungrigen roten Keiler empfohlen, die Wölfe zu nehmen. Hier sind hungrige rote Keiler, die töte ich jetzt. Dankeschön, Arschloch. Ja, Junge, die sind voll weit weg. Obwohl, ja gut, wenn du sie haben willst.
Nee, ich habe schon selber welche hier in Aussicht. Ja, ich habe hier auch noch welche. Die stehen fast nebendran. Außerdem brauche ich ja nur 5 Stück. Ja, hier habe ich 6. Aber chillig, ein TP-Item schon mal gerettet. Wie viel TP hat das nochmal? 500? Mhm. Das Schuhe. Das Item. Das Schuhe. Das Item. Das Schuhe. Egal. Das heißt, dann fehlt nur noch das Saab, die Ebis. Bärengalle. Och. Rat mal aus, was ich dir gedroppt habe. Aus deinen Grizzlybären. Echt aus Grizzlybären? Nein, aus normalen Bären. Spinnst du? Ich wollte gerade sagen, weil du mich ja Besseres belehrt hast. Besserem. Ja, ich wollte dich nur nochmal aufziehen. Ah ja, so ist das. Wofür kann ich die Bärengalle jetzt gebrauchen, um Tipp plus 7 zu haben, oder? Ja. Das heißt, damit hätten wir den Tipp plus 7 eventuell schon mal du sicher. Du brauchst erstmal ein plus 6. Ja, das ist nur eine Frage von Geld. Zeit. Geld. Und Geld. Hm. Hast du Geld? Nicht so. Wie viel Geld? 21k. Da würde ich ganz schnell Mädchens farmen gehen. Ja, das mache ich noch. Ich würde sagen, ein SKFB oder irgendwas, was ich verkaufen kann, und damit wäre der Tipp schon fast sicher. Ja, in der Menge auf jeden Fall, ja. Also nicht in der Menge, sondern in der Preis. Es muss ja nur ein gutes SB, SB, sag ich schon. Es muss ja nur ein gutes FB gedroppt sein. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Aber hier unten war zwar ein Murang, aber aus, oder war hier ein Murang? Keine Ahnung, ich bin fies verpeilt. Ich weiß gerade nicht mehr, ob vor 2 Minuten Murang vor mir war oder nicht. Egal. Also hier unten ist kein Mädchen und hier war auch, glaube ich, kein Murang. Bevor jetzt meine Podstudy spawnen, hole ich mir mal ganz schön. Hast du was rausgedroppt? Nee, der ist noch nicht down. Musst du schwitzen, damit du den Platt kriegst, oder? Nein, der ist jetzt jeden Moment tot. Warte. Bam. Eisenplattenpanzer, Sturmplattenpanzer, G-Pots und ein FB, und das FB ist Stampfer. Naja, sinnlos. Und eine 9er Rüstung mit Glockendash, was mir nichts weckt. Yay. Das stimmt. Aber ich kann meine hungrigen roten Keiler, die Quest kann ich noch fertig machen, die sind nicht hier gerade vor mir. Hm. So. Batz! Oh, ich leg mich hier gerade mit ein paar vielen weißen Tigern und so an. Aber die Rüstung macht's möglich. Ich krieg zwar ordentlich Damage, aber passt. Solange du es schaffst. Eben. So, ich glaube jetzt hier noch gerade ein paar Bären. Vielleicht noch eine Bärengalle zu ergattern. Aber oh, ich finde die weißen Tiger sehen ja so geil aus, ne? Nicht die hungrigen, sondern die ganz normalen weißen Tiger. Die hungrigen, die haben irgendwie so einen lilanen Touch oder so rosa, irgendwie so ganz eklig. Ja, so beige haben die eher, oh nein, anstatt weiß auch. Das war ganz so übelst knapp, Alter, du hast keine Ahnung. Ich dachte, so. Eigentlich, ich sterbe. Ich bin übrigens mittlerweile Level 10. 10? Ja, moin. Ist doch schon mal was. Und hier rennt einer mit seinem Level 1er Lagercharakter rum. Was macht er hier hinten? Keine Ahnung. Was? Hat man nochmal schnell hungrige rote Keile angenommen, da ich die jetzt gerade sehr schnell gefunden habe. Und schon wieder 6 in Aussicht habe. Warum nicht? Hier vorne sind die nächsten. So, die nächste Biologen-Quest ist damit auch fertig. Beziehungsweise nicht fertig, sondern annehmen bereit. Achso. Egal, trotzdem chillig. Und ich habe gerade so viele hungrige rote Keiler gefunden, ne? Echt? 6. 12. Ich glaube 15 Stück. Ja, chillig. Sicherlich Wert gedroppt. Das ist doch ganz geil. Oh, stimmt. Die 10er und 15er Waffen habe ich ja alle komplett ausgelassen, Alter. Heftig. Ja, aber ich glaube, die 5er reicht ja, wenn man die ganz gut geabt hat. Ja, ist ja auch ganz nett.
So, ich brauche hungrige Alpha-Grauwölfe. Alter, also ich würde es ganz nice finden, wenn ich das Level Up vielleicht noch in der Folge machen kann. Ich habe jetzt schon wieder eine halbe Kugel gemacht, mir fehlt jetzt nur noch eine halbe. Können wir machen. Wie lange brauchst du ungefähr dafür? Weiß ich nicht. Habe ich, ohne Scheiß habe ich keine Ahnung. Also was ich ganz gerne jetzt noch machen würde, wäre das Sichelschwert appen. Kannst du mir mal sagen, wie viel Schaden das Level 5er Schwert von dir macht? 50 bis 54, aber hat auch noch 2% Tiere. Das ist es halt. Meinst du, die 2% Tiere machen viel aus? Vielleicht 5. Oder... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es was Oder bringt, wenn 10. ich mir mein Sichelschwert appe. Ja, mach. Ich Absolut. versuch's jetzt einfach. Genau. Schaden kann's nie. Und wie viel Verteidigung hat dein Tipp? 77. Okay, ich glaube, ich würde es auch, glaube ich, noch versuchen, den Eisenklappenpanzer einfach mal plus 3 zu appen. Ja, aber die müsstest du ja alle, ich sag mal, mindestens auf plus 8 appen. Was? Damit er so gut ist wie ein 7er TPK. Nein, einfach nur, bis ich den Tipp be benutzen kann. Den Tipp werde ich mir sowieso irgendwann plus 6 holen. Ah, okay. Beziehungsweise dann in der Hoffnung auf plus 7. Wie sieht denn das aus? Machen wir die nächste Folge wieder ein Farm-Video? Also ich wäre schon dafür, ne? Ja, ich wäre auch dabei. Deswegen sweat ich ja auch gerade so auf Level 20. Ja, wir gucken gleich mal, würde ich sagen. Können wir die direkt hier im Anschluss aufnehmen? Warum wollte ich jetzt gerade nehmen? Doch, das kann ich verkaufen. Den kann ich verkaufen. Die kann ich verkaufen. Die kann ich verkaufen. Weißt du, bei wem ich mich gerade level oder bei was? Bei was denn? Bei diesen Serangs und so. Echt? Ja, Bringt die das da bringen. gute XP? Ja, und zumal das bringt auch ordentlich Pots. Oh, das ist cool. Das bringt verdammt viel Pots. Nein! Ich habe einfach mein Sichelschwert geappt, wollte das Sichelschwert weiter appen und versuche einfach mittendrin den Eisenklappenmatter zu appen. Hat geklappt? Ja klar, auf plus 1, aber Ach naja. so, also es war so ein Random Up. Ja, so aus Versehen, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich den gegriffen habe. Level 20. Oh, komm, bitte. Du hast nicht genug Yang, aber ich habe schon mal ein Sichelschwert plus 5. Okay. Das ist sehr nice. Ja gut, dann würde ich sagen, komme ich erstmal zu dir in die Stadt. Dann kannst du dir vielleicht noch das Geld geben, damit du es appen kannst. Dann warte mal beim Schmied, ich lass mich schnell umbringen. Na, schnell ist relativ. 33 Def und 30 Def. Ich könnte den jetzt. Nee, könnte ich nicht. Doch, wenn ich das verkaufe, oder? 80. Vor 2500. Shit. Muss irgendwas verkaufen. Okay, ich Warum? verkaufe Ich bin doch jetzt da, die ich bin doch da, Wolfs ich bin doch da, gerade. ich bin doch da. Und das. Ja, egal, warte. Hauptsache, ich bin. Immerhin. Also ich habe noch 42, ja. Was kriege ich denn mit Level 20 für eine Bio-Quest? Ach, die Schwarzbären. Wo bist du denn? Ja, ich komme gerade von unten. Ich bin auch in der Stadt gespawnt. Ach so. Also ich bräuchte 20.000 für das Sichelschwert. Ernsthaft? Ja. Alter. Oh, das waren 200.000. Egal. Nee. 180 hätte ich gern wieder. Ja, Moment. Warte, was gerade? Hast du eine Bärenfußhaut da? Das lohnt sich nicht, Alter. Das lohnt sich nicht. Du hast dann das Breiti. Das ist absoluter Schwachsinn. Stimmt. Aber guck mal, Naja, das ist gut, eigentlich okay. ist das schon ganz nice. Jo. So, haben wir das schon mal plus 6? Passt. So, meine Kohle gerne noch zum Abschluss der Folge und du kriegst dafür dein Schwert. Ja, das brauche ich ja dann nicht Achso, mehr. das brauchst du ja nicht mehr. Stimmt. Na gut. Könnte ich eventuell noch versuchen, die Rüstung zweimal zu appen? Die. Also das kostet nur 5000 Ja, Orient. mach, mach, mach. Geh mir nur um die Folgenlänge gerade. Okay. Weil wir jetzt so knapp Einmal. bei 23 bis 25 Minuten sind. Warte, 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 komm mal her. Soll ich es riskieren? Ja, von mir aus. Das ist Schwachsinn.
Weil du hast das Ding eh nur noch 8 Level an und dafür reicht's. Aber musst du wissen. Meine war. Ja! Ja, aber jetzt habe ich schon mal eine Top-Ausrüstung fürs jetzige Level, weißt du? Ja, klar, passt. Okay, alles klar. Perfekt. Und dann kann ich den zum Beispiel anbehalten, falls mein Tipp auf plus 7 fällt, weißt du? Ja. Es sind jetzt noch 145.000 übrig. Dankeschön. Alles klar. Jo, kein Thema. Gut, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten, was dann wieder eine Farm-Folge wird. Könnt ihr euch ja mal drauf freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Das war's von mir. Okay, von meiner Seite auch. Ciao, bis zur nächsten Folge.